Ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu Star Trek 2, der Zorn des Khan. Das ist für mich der beste Science-Fiction-Film, der ja je gedreht worden ist. Also der beste Star Trek-Film von den ganzen 10 Filmen. Die komischen 3 Filme zählen für mich nicht als Star Trek-Filme. Die komischen in anderen Ketten, Kirk, Spock, und es passt nicht für mich. Also es gibt ja 6 Filme, kann man sagen, von den alten Crew aus der Fernsehserie Raumschiff Enterprise. Dann ein Treffen der Generation, da war ja nur Kirk dabei, Chekov und Scotty dabei. Ein trauriger Film, weil Kirk ist gestorben. Naja, und dann gab es auch noch Next Generation. Aber für mich persönlich ist Star Trek 2 reines Star Trek-Feeling pur. Der Film ist also für mich unterhaltsam, spannend, und vor allem hat man da einen guten, richtig coolen Bösewicht, und zwar Khan, der schon in der Serie vorgekommen ist, der schlafende Tiger damals. Der hat echt Potenzial. Das ist ein super Bösewicht, der ist damals in der Serie von Captain Kirk auf dem Planeten ausgesetzt worden. Dann ist ein Mond explodiert, glaube ich, oder eine Sonne explodiert, dann hat sich die Bahn verschoben, dass das Ganze, wo die ausgesetzt worden sind, konnte man leben, dann später nicht mehr. Und der ist auf Rache gesinnt. Der hasst seine Frau verloren, er hasst Kirk ohne Ende. Und im Film geht es darum, dass dann durch Zufall dann Chekov und noch so ein paar andere Leute da diesen Planeten besuchen. Dann denken die anderen, das ist Alpha 6, also City Alpha 5. Und dann ist es dann so, dass dann Khan in Sitz von ihm kommt, der hat so komische Viecher, so ganz eklige Würmer, die in Ohr reinkriechen, das Gehirn manipulieren, um die Gehirnrinde wickeln, dass sie empfindlich sind für Signale und so, was Khan nicht manipulieren kann. Also der Film, dann hat Khan ein Raumschiff, das ist die, ich überlege gerade, US Reliant, auch so ein Schiff wie Captain Kirk, wie die Enterprise, und dann ist der an Bord, und dann Captain Kirk ist mittlerweile Admiral. Es gab vorher einen ersten Film, der Film war nicht so toll gewesen, der erste Star Trek-Film war nicht so gefallen, der war enttäuschend gewesen. In Teil 2 ist dann Admiral Kirk auf der Enterprise, Spock ist der Captain, und so eine Inspektions macht dann eine Inspektion, macht so einen Probeflug dann, und dann Notruf verfangen die dann, dass dann hinfahren sollen zu, weil ich gerade zu Genesis, dieser Basis da irgendwie, so ein Teil entwickelt, wo man den ganzen Planeten da neu besiedeln kann. Das heißt, um einen unbewohnten Planeten kann man das draufschießen, dann wird der Planet Genesis-Effekt, dass da dann neues Leben entsteht, also Pflanzen, Wasser, Atmosphäre entsteht. Das ist das Genesis-Projekt. Und sie fangen Notruf, da ist eine Ex-Freundin von Captain Kirk. Voll die Spoiler jetzt. Also, das ist ein Ex-Freund von Captain Kirk, der ein Kind bekommen. Also, das ist Captain Kirk, der Vater von dem Kind. Das weiß er, kommt im Film später raus in dem Film. Aber es geht darum, dass Khan auf Rache ist. Er ein Schiff hat, ein Föderationsschiff, das gleichwertig von der Enterprise ist, von der Größe her und so. Und er lockt Captain Kirk da mit der Enterprise in eine Falle, kann man sagen. Denkt er irgendwie, das wären Föderation, unsere Freunde und so. Und dann, normalerweise ist es so, wenn er jetzt irgendwie sagt, irgendwie jetzt, weil ich gerade dieses Schild, dann meist das so, wenn die Schiffe nähern, dass man irgendwie nicht melden und nicht auf Funk reagieren, keinen Bildkontakt machen, dass sie ein Schutzschild aktivieren. Captain Kirk ist ja gutgläubig und sagt, kein Schutzschild brauchen wir nicht, also kein Alarm, höchst Alarmstufe gelb gemacht, nicht rot und so. Und dann sind die dann, denken wir, Freunde und so, da hat irgendwie eine Störung, hat Khan gesagt, und dann schießen die auf die Enterprise. Da sterben einige, das war heftig gewesen. Und die Enterprise ist halt sehr zerstört, kann man sagen, dass die nicht mehr so richtig fliegen können, weil die dann Schaden haben, können noch irgendwie mit Impuls, mit Warp fliegen. Und das ist genial, finde ich. Dann ist Spock natürlich wieder Held, kann man sagen. Er knackt den Code der US Reliant, macht die Schutzschilde von rüber von denen runter, und dass die dann auch drauf schießen können, dann sind beide Schiffe bestätigt. Captain Kirk Schiff ist schneller und also nicht so bestätigt wie andere Schiffe und fliegt dann weg. Und der Film ist einfach nur genial. Ich vor allem den Film habe ich geliebt, diese Raumschiffschlachten. Das war so episch, fand ich. Diese Schiffe richtig, weil ich die mal so, vor allem die Enterprise ist anders geworden. Wenn auch die Enterprise kennen sollte von der Serie, da dieses komische Antenne vorne dran, hat mir nicht so gefallen. Ich finde diese Bearbeitung irgendwie, vor allem die alte Enterprise hat ja so runde Warpspulen gehabt. Die Enterprise, Film Enterprise ist ja bearbeitet worden. Ich finde die besser persönlich. Mein liebstes Raumschiff ist die Enterprise. Enterprise und Enterprise A sind beides kleine Schiffe-Modelle, wo eins steht ein A, nicht ein A. Also die Serien-Enterprise ist auch cool, aber ich finde die Film-Enterprise besser. Also der Film ist einfach nur episch, finde ich. Am Ende ist auch so sehr dramatisch. Man kann sehen, wie groß die Freundschaft zwischen Kirk und Spock ist. Und Spock wird in der Folge richtig menschlich. Er lügt sogar. Dass die eine Vulkanerin an Bord zum Beispiel, sie haben gelogen. Nein, ich habe übertrieben. Das ist einfach nur herrlich, die ganzen Dialoge und so. Und das Spock stirbt, war sehr, sehr mitgreifend gewesen. Also ich habe geheult damals, glaube ich, sogar den Film gesehen, da war ich ein Kind noch gewesen, glaube ich. Das war schon echt heftig gewesen, wo er gestorben ist. Ich fand es echt ein trauriger Film, war das. Und die Beerdigung von einfach nur cool. Und Khan, wie gesagt, kriegt seine, nicht seine Rache, er kriegt sein verdientes Ende, kann man sagen. Also der Film ist für mich persönlich einer der besten Star Trek-Filme ever, wie gesagt. Ich habe, wie gesagt, ich gibt da mittlerweile 6 Filme von der TOS heißt Original Series, also die alte Enterprise-Serie. Ich habe einzige Filme, auf den ich auf Blu-ray habe, ist nur der zweite Teil. Die anderen Teile waren auch gut gewesen, 3 war auch gut gewesen. Suchen habe ich das Bock. Ich fand dem Film, das er auf dem Leben gespielt hat, ist nicht so
interessant, weil ich bisschen nicht so ganz stark war da gewesen. Was auch Hammer gewesen, wo die Enterprise in Luft geflogen ist, da die alte Enterprise der Selbstzerstörung, Zerstörung, Code, Zerstörung war auch cool gewesen. Oder Teil 4 war sehr lustig gewesen auf der Erde, fand ich einen lustigen Teil, fand ich das. Teil 5 fand ich auch nicht schlecht mit Spocks Bruder, hat mir auch gefallen. Teil 6 Unentdeckt Land war so episch, da habe ich echt fast geheult, wo ich den Film gesehen habe, damals mit Delce Film, damals habe ich damals aber mehrere noch gesehen, da gab es keinen Sky. Wo ich den ersten Mal gesehen habe, habe ich geheult, am Ende von der Schlussbahn kommt dann jeder Darsteller, Schauspieler von den ganzen Rollen, selbst unterschreiben, das war so traurig gewesen. Dann William Shatner, Leonard Nimoy, James Doohan, George Takei, das war echt, boah, das war echt Walter König. Ich fand es schlimm, die ganzen, das war so episch gewesen, das Ende wurde unterschrieben, das war so endgültig, ich fand es echt schlimm, Teil 6. Aber wir sind bald Teil 2, Teil 2 ist ein schöner Film. Und vor allem die größte Erinnerung, also Neuerung, würde ich sagen, war in dem Film gewesen, der hat ja vorher irgendwie die alte Enterprise-Serie, kennt er ja, die ganze Uniform, rot, gelb und blau. Dann haben die ganz, ganz komische, bunte, ich habe es nicht verstanden bis heute, was das sollte, komische Uniformen angehabt im ersten Film. Das war grauenhaft gewesen, da hat man echt Augenkrebs bekommen. Die waren unlogische Uniformen gewesen, ich fand es grauenhaft. Und endlich mal war, der Film war ja, ohne, naja, wie soll ich sagen, das sind Uniformen, soll ich sagen. Das ist richtig so, alle gleich Uniformen, dann hat ein Rang hier drauf, hier Abzeichen, das passt. Die Figuren hat es gegeben, mal von Bandai, vor letztes Jahr, vor ein, also eineinhalb Jahren ist gegeben. Die hat es gegeben, bei Müller habe ich gekauft für 11,99 eine Figuren. Dachte ich dann, das mehrere Figuren, von Video drüber gemacht. Khan gab es, Kirk und Spock, dann noch Next Generation, Riker, Picard und Data und diese, ich kenne nicht so aus mit der Serie, wie heißt sie nochmal, Discovery, habe ich, ist nicht mein Fall, Discovery, ist kein Enterprise, also mir gefällt das Star Trek nicht so richtig. Die 8 Figuren gegeben und eine Enterprise hat es gegeben. Ich hätte damals gedacht, es kommen mehr Figuren raus, leider nicht, es gab nur Khan, habe ich nicht gekauft, Khan vielleicht ein bisschen zu weit, wie sah aus wie eine Frau, fand ich, die Figur war sehr schlecht gemacht. Kirk ist sehr schön gemacht, ein schönes Feeling hat das und natürlich Spock auch sehr schön gemacht, die Figuren. 2 Figuren. Ich hätte mir gewünscht, alle von da rauskommen, von der Serie, die ganze Scotty noch rauskommt. Pille vor allem. Pille ist auch cool. Ich mag Pille auch. Alla Uhura, dann Chekhov, Sulu. Bin ja auch rausgekommen. Wäre Hammer gewesen. Aber leider nicht. Ich habe mal gelesen, dass das irgendwann geguckt bei der Seite von Bandai ist ja Playmates. Also Playmates vertreibt Star Trek unter Bandai in Deutschland. Die haben, glaube ich, eine Enterprise E-D geplant. Jetzt, ob die rauskommt, wie die aussehen wird, keine Ahnung. Aber letzte Preis von der Enterprise aus der Serie war 60 Euro gewesen. Ich glaube, ich 30 bei Amazon gezahlt, so ungefähr. So, nee, was war 44 Euro bei, das war Müller gewesen, genau. Nicht teuer gewesen, wie gesagt. Also kam raus, vielleicht kommt dann Enterprise D noch raus. Und teuer ist, weiß ich jetzt nicht. Aber schöne Effekte gewesen, für den Preis kann man nicht meckern, finde ich. Und es gibt ja wieder Star Trek-Figuren, leider würde ich mal sagen, bei Super 7, super teuer. Ich bin da ein bisschen enttäuscht von, ich hätte mir echt mehr gewünscht, mehr Figuren von Bandai, Playmates, dann so ein bisschen so, vor allem von Preis her, so 12 Euro für eine Figur ist perfekt, nicht schön gemacht, schöne Karte finde ich, das Logo von Star Trek Film, das ist glaube ich Teil 3, das Logo, sehr schön gemacht, hat mir gefallen, da hätte man ein bisschen mehr rausmachen können, also mehr Figuren rausbringen können, finde ich. Und vor allem sind die super billig im Vergleich zu super teuer Super 7. Super 7 kostet, glaube ich, eine Figur von Star Trek so 40 Euro aufwärts. Also das ist so, wann machen die das? Die machen schöne Figuren, aber ich finde preislich ein bisschen, sind die abgehoben ein bisschen. Also früher waren Classic mal 20 Euro, es kosten, glaube ich, damals, wie rausgekommen sind, bei Super 7, super teuer, irgendwie 40, 30, 40, 50 Euro und so. Also die sind extrem teuer, finde ich. Die machen so gute Figuren, auch Disney-Figuren gesehen, aber ich finde, das die Super 7 mag ich irgendwie nicht von den Preisen her und so. Aber wie gesagt, ich würde mir mehr Figuren gewünscht und ich mag Star Trek. Also meine Empfehlung ist, guckt euch Star Trek 2 an. Beste Film von allen. Richtiges Star Trek-Feeling, super Raumschiffschlacht, gute Story, guter Bösewicht, gut gespielt die ganzen Rollen, einfach super Film. So wie sogar, weiß ich nochmal, Kirstie Alley mit? Genau, die war irgendwie Sarek, Autovulkanierin, eine Ausbildung, also sehr gut. Also der Film ist 15 von 10 Sternen, würde ich mal sagen. Sag ich mal, schönen Abend und bis bald. Ciao.